Hallo zusammen. Ja, letztens habe ich noch so ein Video gemacht, wo es dann eher um die Frage geht, seid ihr eher entspannt oder beziehungsweise seid ihr ängstlich oder seid ihr eher genervt von der ganzen Corona-Sache? Und seitdem haben sich eigentlich die Ereignisse ja überschlagen. Man sieht es jetzt, es ist ja, eigentlich steht das Leben still und das Leben, wie wir es kennen, gibt es nicht mehr. Und niemand hat im Moment die Wahl, ob er sagt, ich möchte für mich aber ein weitestgehend normales Leben führen mit meinen Schutzmaßnahmen, wie ich es für richtig und sinnvoll halte, oder eben ich möchte mich komplett aus der Öffentlichkeit ziehen oder so. Wir haben die Wahl nicht, weil es mittlerweile ja alles vorgeschrieben ist. Das heißt, die Geschäfte sind dicht, hier jedenfalls auch. Ich glaube, es ist mittlerweile wirklich in allen Bundesländern, aber bei uns sind sie das, bis auf eben die sogenannten systemwichtigen oder systemerhaltenden ja, Betriebe, sage ich mal, wie das so schön heißt. Ja, das Problem ist, egal wie richtig oder falsch diese ganz starken Maßnahmen sind oder wie man sie hält, es gibt Leute, und zu denen gehöre ich leider auch, die haben da an einer ganz anderen Sache dran zu knabbern. Und zwar, ich glaube, ich habe es ja auch in einigen Videos, kam schon mal in kurz zur Sprache. Ich leide unter Depressionen, beziehungsweise hatte eben 2007 das erste Mal die Diagnose und war dann in Behandlung, auch mit entsprechenden Medikamente, und hatte das vor 2 Jahren nochmal, oder etwas über 2 Jahren nochmal sehr, sehr heftig. Ja, und das wäre auch beinahe nicht so gut geendet, beziehungsweise vielleicht hätte ich dann nichts mehr von Corona mitbekommen. Man weiß jetzt nicht im Nachhinein, ist es gut oder schlecht. Nein, Quatsch, natürlich ist es gut. Dass es so gelaufen ist und dass ich das andere, was dann alles noch kam, so positiv erlebt habe. Aber man fragt sich das jetzt schon. Und das ist eben jetzt das Problem, was ich persönlich und ich glaube auch ganz viele andere damit haben, dass jetzt gerade dann diese Depressionen zurückkommen oder wenn man sowieso mittendrin steckt, das Ganze noch verschlimmert. Wie gesagt, ich habe jetzt 2,5 sehr, sehr gute Jahre hinter mir. Ich habe meinen persönlichen Weg sogar ohne Medikamente gefunden, habe mir ein sehr starkes, positives Mindset und allem drum und dran aufgebaut. Das wisst ihr auch sicher, wenn ihr die Videos kennt oder so. Ich bin eher jetzt positiv immer gewesen. Wir haben ja sogar noch dieses Sonderzugvideo von kürzlich. Also ich war da noch sehr entspannt, weil ich für mich immer gesagt habe, ich habe das ja insofern im Griff, dass ich für mich weiß, ich habe mit meiner Familie gesprochen, ich weiß, wie steht der und der dazu, wer möchte mich noch sehen, wer möchte sich jetzt abschotten oder so. Man hat seinen Weg gefunden gehabt. Und ich habe das dann eben auch groß versucht zurückzustecken, weil ich so tief im Inneren schon gespürt habe, im Moment, da kommt was auf dich zu, was dich wieder aus der Bahn wirft gerade. Und ich habe das dann versucht, mit diesem nicht zu viel Negatives an mich ranlassen, meinen eigenen Weg zu finden, mich nicht kirre machen zu lassen. Nur mit jeder Maßnahme, die beschlossen wurde, mit jeder Branche, die man dann vorsorglich geschlossen hat und so weiter. Mit jedem Bericht, wo es dann wirklich um solche Sachen geht wie Ausgehsperren und so weiter, wurde es für mich schlimmer und schlimmer, denn das ist für mich der absolute Horror. Wenn ein Mensch, gerade wenn ich mal merke, es geht mir wieder langsam psychisch nicht so gut, dann bin ich jemand, der gern unter Leute geht. Es gibt ja auch andere, manche sind ja auch dann wirklich so eingegelt und die sind vielleicht jetzt sogar froh, dass sie sagen, jetzt habe ich wenigstens einen offiziellen Grund, ohne dass jeder sagt, ach komm doch mal mit und du musst doch mal unter Leute, weil für manche ist das eben gar nichts, gerade wenn sie unter Depressionen leiden. Und die haben dann natürlich zu kämpfen, wenn das Leben normal ist, weil die den Leuten dann immer entweder eine Ausrede auftischen müssen oder einen Seelenstriptease machen können. Für die ist es vielleicht jetzt sogar insofern eine Erleichterung, wobei die dann vielleicht auch durch andere Ängste, die geschürt werden, bei denen tiefer in eine Depression fallen. Also es ist egal, wie man das handhabt und zu welcher Sorte man da gehört, weil das hat einfach viele Gesichter und viele Verhaltensregeln. Es ist für alle in dieser Phase belastend. So, und ich bin wie gesagt ein Mensch, der dann eher so sagt, gut, wenn ich merke, es geht mal wieder irgendwas, weil beruflich hier in der Selbstständigkeit irgendwo eine Schwierigkeit ist oder irgendetwas anderes ist und ich merke, jetzt geht es in die falsche Richtung. Dann mache ich es immer so. Ich brauche einerseits dann sowas wie ein Buch zum positiven Mindset oder irgendwie sowas, aber auch den Kontakt zu Leuten, die mir wichtig sind oder mal einfach ein bisschen Spaß, so wie die Sonderzugtour oder so. Ich brauchte das für mich immer und das hat auch immer gut funktioniert. Ich konnte meine Dosis von meinem CBD, ich nehme ja CBD,
Konnte ich über diese 2,5 Jahre problemlos bei den normalen angegebenen 2 behalten, die so einfach auch für die allgemeine Wohlbefinden da ist. Und habe das bis auf 2, 3 Ausnahmen, wo ich dann mal für 1, 2 Tage eine mehr nehmen musste, damit ich nicht abdrifte, super gehalten. Und jetzt ist es eben so, ich bin so weit drin, dass ich jetzt eigentlich täglich mindestens 4 nehme. Ich habe auch schon Tage gehabt, wo es 6 waren. Ja, und es ist einfach, dann kommt halt noch das Problem dazu, dass wenn man mal versucht, sich zwar an gewisse Sachen zu halten, aber trotzdem noch rausgeht. Also mein Mann und ich waren zum Beispiel letzten Samstag hier bei uns in der Stadt. Es war noch relativ viel los, aber man konnte schon so gehen, dass man jetzt so diese Abstände so ein bisschen hat. Also dass man nicht jetzt hier gedrängt durch die Menschenmenge oder so. Wir haben in einem Eiscafé gesessen, die Sonne genossen, dort waren aber fast alle Tische draußen frei, sodass da auch dieser Abstand gewahrt war. Nur wenn man das sagt oder irgendwas davon postet oder so. Es kommen so viele negative Kommentare, man wird beschimpft, selbst wenn man dann erklärt, warum man es macht, weil es wirklich auch diese seelische Sache ist, heißt es trotzdem, du bist egoistisch, du hast nichts verstanden und was ist so schwer an, ihr sollt zu Hause bleiben. Und das finde ich ganz furchtbar, weil einerseits, das ist ja auch richtig so, sagt man möchte eine Risikogruppe da draußen schützen und jeder muss jetzt Rücksicht nehmen. Ja, das mag alles sein, aber auch meine Gesundheit ist doch wichtig und auch Depressionen sind eh so wenig anerkannt in der Gesellschaft. Das war schon immer so, das wird, so wie man es jetzt aussieht, auch immer so bleiben. Nur ganz ehrlich, ich glaube, dass nach der Corona-Krise nochmal ein ganzer Haufen mehr dazu kommt, die psychisch am Ende we sein werden. Denn wenn man sich jetzt wochenlang wirklich komplett isoliert, es gibt da ja welche, die schreiben, ich gehe wirklich auch so, auch wenn wir noch keine Ausgangssperre haben, ich gehe nicht mehr. Allerhöchstens noch zum Einkaufen, selbst da versuche ich einen Lieferdienst zu kriegen oder ich habe gehamstert. Leute sagen jetzt, wir werden Eltern, Omas und so 6, 7 Wochen, 8 Wochen freiwillig nicht mehr sehen und nicht mehr besuchen. Ja, das mag vielleicht jetzt am Anfang noch alles gehen unter dem Motto, ich mache das ja, weil es denen gut gehen soll. Aber es wird vermutlich viele treffen, die danach oder die langsam dann irgendwann auch psychisch dadurch zugrunde gehen, weil es ist einfach so, wenn man komplett isoliert ist. Dazu kommt ja noch, dass man jegliche schönen Freizeitaktivitäten, zumindest sowas, was unter Leute gehen und so, hat schon fast gar nicht mehr möglich sind. Und ich finde es dann eben schlimm, wenn das so überhaupt keine Rolle spielt, auch bei den Politikern und so. Ich meine, es ist klar, dass man jetzt jegliche Schutzmaßnahmen ergreifen möchte, um diesen Virus, oder das Virus in den Griff zu kriegen. Aber diese Sache wird für mich überhaupt nicht berücksichtigt. Zumindest findet man in den Medien kaum was dazu. Ich habe gestern, glaube ich, einen Bericht in der Zeit, was Zeit online, irgendwo gelesen, wo das Thema dann zumindest mal angeschnitten wurde. Auch was es für Depressive jetzt bedeutet. Es ist genauso, heute Abend werden wir uns die Überführung der MS Iona an der Meyerwerft ansehen. Also nicht an der Meyerwerft, sondern weil da, auch wenn gebeten wird, dass nicht so viele Leute kommen, es gibt natürlich teilweise noch welche, die sich dann auch in der Masse versammeln. Das muss halt nicht sein, das ist schon richtig. Wir werden deshalb auch heute nicht zur Werft selber fahren, wie wir es sonst gerne gemacht hätten. Sprich, da gucken, wenn es losgeht und dann vielleicht mit dem Auto vorfahren an der nächsten prägnanten Stelle der Ems-Überführung auf das Schiff warten, um dann weiterzufahren. Das werden wir diesmal eben auch nicht machen. Aber ich freue mich da heute so drauf, dass ich einfach das so ein bisschen sehen kann, dass wir gesagt haben, wir machen das, wir fahren einfach irgendwo, dieser Deich, das alles, die ganze Strecke ist riesig, die entzerrt sich ja und man kann sicher dort stehen und genügend Abstand auch rechts und links oder was zu den Leuten haben. Das sieht man ja, wo kann man hin? Und ich finde es dann schrecklich. Ich habe das dann auch so geschrieben und ich wurde dafür beschimpft und ist, ne, egoistisch und als dumm bezeichnet. Ja, ich bin ein Stück weit in der Hinsicht egoistisch. Vielleicht sind manche noch aufopferungsvoller, die jetzt wirklich aus reiner Nächstenliebe sich komplett zu Hause einsperren. Vielleicht müssen wir das auch bald, weil die alle danach schreien, weil wir uns ja alle so unvernünftig verhalten. Aber es wäre halt wirklich schön, wenn diese Leute aber auch mal ein Stück weiterdenken und daran denken, dass es draußen auch andere Krankheiten geben kann, die tödlich enden. Depression ist eine davon. Das ist einfach so. Und ich weiß nicht, ob man dann nicht auch da ein bisschen Rücksichtnahme nehmen kann und da ein bisschen Verständnis für aufbringen kann, zu sagen, ja, okay, die gehen zwar irgendwo raus, die machen auch, aber die gucken schon auch drauf, dass man dann eben nicht jetzt, was weiß ich, auf dem anderen hängt. Ich muss sagen, bis vor 1,5 Wochen war ich auch noch ein bisschen losgelöster davon. Im Sonderzug haben wir uns auch noch alle umarmt und so weiter.
Das war aber jetzt auch nicht unbedingt, weil ich gesagt habe, ja, das muss man jetzt alles, sondern es war auch, ich wollte dieses Stück Normalität und ich habe auch so normal gelebt. Das heißt, für mich war dieser Virus oder das Virus gar nicht immer so präsent. Man hat dann zwar zwischendurch immer mal wieder, ist man drauf gekommen und hat seine Späßchen gemacht. Wir haben mit Corona-Bier angestoßen oder so. Aber es war jetzt nicht so, dass ich aus Vorsatz jetzt gesagt habe, jetzt umarme ich aber mal extra viele, weil, ne, extra um sich zu widersetzen. So war es auch nicht. Mittlerweile ist ja alles zugespitzt, da man selber reflektiert ja auch und ich weiß mittlerweile, es war auch ein bisschen so die Abwehrhaltung von mir von innen, um zu sagen, nee, ich will das alles gar nicht akzeptieren, weil ich merke, dass ich dann wieder in die Depression falle. Wie gesagt, jetzt sehe ich das auch so, dass man vielleicht gewisse Sachen einhalten muss, soll, aber ich bleibe dabei. Die komplette Isolation kann es nicht sein, zumindest nicht für jeden, weil das nicht jeder aushält. Und ja, vielleicht diejenigen, die dann vielleicht immer mal auf andere schimpfen, versucht auch da mal den Respekt zu haben, den ihr einerseits jetzt fordert und die Rücksichtnahme. Ja, und dann haben wir vielleicht alle eine gute Chance, da heile durchzukommen. In diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss und bleibt gesund. Ich mache dann auch noch, soweit es irgendwie geht, ein Video von der Überführung, damit man auch mal wieder was Positives hat. Bis dahin sage ich Tschüss.